Ein generelles Verbot von Fracking und Ölbohrungen in Schleswig-Holstein. Das ist das Ziel der Volksinitiative zum Schutz des Trinkwassers. Dafür haben die Aktivisten Unterschriften gesammelt. Rund 42.000 sind zusammengekommen, mehr als doppelt so viele Unterschriften wie nötig. Und die haben die Fracking-Gegner heute Landtagspräsident Klaus Schlie übergeben. Ich finde, das ist eine Initiative, die deutlich macht, dass das, was ich persönlich auch empfinde, richtig ist. Dass es nämlich kein Fracking in Schleswig-Holstein geben darf. Mit der Volksinitiative möchten die Aktivisten Fracking rechtssicher im Land verbieten lassen, sehen das als einzige Möglichkeit, Grund- und Trinkwasser zu schützen. 20.000 Unterschriften braucht eine Volksinitiative im Land mindestens, damit sich der Landtag damit auseinandersetzt. Wir waren uns sicher, dass wir das erfolgreich abschließen würden, aber 42.000 ist schon eine sehr stattliche Zahl. Mit dem Gesetzentwurf der Volksinitiative wird sich der Landtag nach der Sommerpause voraussichtlich im November beschäftigen.